cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Hallo. Hallo. So starrt kein schwuler Mann eine nackte Frau an. Du bist nicht schwul, hä? Ei, na, wie kommen Sie denn darauf? Machen Sie sich nicht lächerlich. Nein, ich bin nur richtig fasziniert, wenn ich den Promis live gegenüberstehe. Ja, und Sie sehen genauso aus wie, ach, was soll's, vergessen Sie es. Irgendwie interessant. Du zeigst anscheinend jetzt erst, wie du wirklich bist. Ich hatte allerdings einen ganz anderen Eindruck. Tja, das liegt wahrscheinlich nur daran, dass sie mir Vertrauen einflößen. Aha. Ja, ja. Und Sie wissen ja, wie die Leute hier sind. Da kann man niemandem blind vertrauen. Nein, nein, man kann sich einfach nicht jedem gegenüber öffnen. Also ich flöße dir Vertrauen ein? Ja, sicher, aber natürlich, klar. Sie sind eine aufgeschlossene, eine typische Weltbürgerin, die frei ist von Vorurteilen. Ach so, ich flöße dir im Ernst mächtig, mächtig, mächtig viel Vertrauen ein? Ja? Hm? Wieso? Ich werde dich zu etwas ganz Wundervollem einladen. Ich garantiere dir, wir werden viel mehr Spaß haben als sonst jemand hier. Steigst du nun zu mir in die Wanne? Und dann erzählst du mir alles über die Welt der Schwulen, ja? Ich soll also wirklich zu Ihnen da rein? Ich weiß nicht. Oh, ja, ich sag dir, das wird fantastisch. Wir sitzen hier wie zwei Freundinnen. Ist auch schön warm. Es ist sicher zu kalt und ich fress du doch so leicht. Nein, es ist ganz warm. Komm schon. Du musst das fühlen. Na, das ist doch was. Uiuiui, da müssen wir rein sofort. Geh jetzt rein, geh rein, schnell auf Sendung. Na los, doch los! So, alle Achtung, Licht, Vorspann beenden und los. Perfekt so. Tja, Leute, ich würde ja gerne weitermachen, aber ich habe ein super heißes Date, also muss ich mich losreißen, obwohl ich viel lieber hier bleiben würde. Ihr dürft nichts verpassen, dann springt für euch alle was raus. Ihr könnt es euch mal so richtig gut gehen lassen. Das zahlt alles die Produktion, ist versprochen. So, Junge, jetzt werden wir uns mal unterhalten. Gloria, los, geh da rein, auf die Sieben. Sehen Sie, das wird spannend. Wer bedroht mich? Ich mach mir doch nicht die Finger schmutzig. Wir gehen auf die Sieben. Du Schweinehund. Ich hab gedacht, dass du mein Freund bist. Dein Freund? Ja. Aber das ist hier gar nicht drin, Dummkopf. Wie könnten wir denn Freunde sein? Jeder ist hier, um zu gewinnen. Du machst dich an eine verheiratete Frau ran, Scheißkerl. Dir bedeutet die geheiligte Ehe wohl überhaupt nichts, was? Wie kommst du denn auf das schmale Brett? Glaubst du, du kannst mich verarschen? Raffaella hat mir alles erzählt. Ich weiß, dass ihr was miteinander hattet, du und meine Frau. Wie konntest du es wagen, dich an sie ranzumachen? An meine Diana? Mein Augenstern. Ah, Raffaella hat dir das gesagt. Und sonst noch? Offenbar redet sie ja ganz schön viel, die Süße. Ja, Diana ist ein tolles Weib. Was? Dann nehme ich an, du weißt auch detailliert, dass wir Tolles in jener ungestörten Ecke des Hotels getrieben haben. Eine wilde Abfahrt ist das halt gewesen. Den Rand. Deine Frau ist geil. Bei so einer scharfen Braut ist das klar. Eine unbefriedigte Frau ist logischerweise wahnsinnig scharf. Wenn ich nur daran denke, wird mir ganz anders. Du bist ein Wichser, du Sack. Das ist ja ganz wunderbar, einfach herrlich. Wie ihr sehen könnt, hat er ihr die ganze Geschichte abgekauft. Überall. Sorgt sie für Konflikte, ist das nicht toll? Chef, der greift ihn an. Sprichst du jetzt mal gerne, was? Sofort auseinander. Was geht hier vor, verdammt nochmal? Halt dich da raus, sonst bist du genauso dran. Wenn ich das für richtig halte, dann gehe ich dazwischen. Außerdem bin ich hier die Autorität. Und ich erwarte, dass ihr Respekt zeigt, ist das klar? Pass auf. Du hältst dich da raus. Ich mach diese elende Sau. Oh, oh, alle Beine! Seid ihr denn verrückt? Nur was gehört nicht in dieses Hotel? Reißt euch zusammen, weil ihr sonst auf der Stelle rausfliegt. Ich meine es ernst. Seht ihr? Seht ihr? Hey, gut hinsehen, Ramiro, du bist neu hier. Schreib es dir auf. Das ist ein Konflikt.
Wir haben diese Raffaella da reingeschickt und sie provoziert uns die tollsten Konflikte. Hör mal, dieser Cesar ist fantastisch. Er ist gefährlich, aber ganz toll. Wir werden da dranbleiben. Nein, 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 es war großartig, absolut einmalig, das war super spektakulär. Ich schwöre Ihnen, das war eine der besten Shows, die wir überhaupt hatten. Der Chef ist ein brillanter Produzent, so intelligent, kreativ, geradezu ein Genie. Ja, was für eine großartige Idee. Ach, ja. Auf diese Idee zu kommen, eine wie Raffaella da einzusetzen, Mann, das war wirklich der absolute Volltreffer. Was hat sie denn jetzt wieder angestellt? Sie werden staunen. Sie sollten mal sehen, was da losgeht im Bad. Oder besser gesagt, was gleich losgehen wird. Vor wenigen Minuten hat diese schöne Raffaella unseren süßen Rodrigo Märchenprinz aufgefordert, zu ihr in die Wanne zu klettern. Was? Einfach so? Ich meine, ohne Kleidung etwa nackt? Aber er hat das doch nicht getan. Noch nicht, aber man weiß ja nie. Eins steht jedenfalls fest, Mann bleibt Mann. Nicht mal ein total schwuler Kerl könnte sich gegen die Natur wehren. Außerdem hat sich Raffaella vorgenommen zu beweisen, dass unser Rodrigo gar nicht schwul sein kann. Wer weiß, was sich zwischen den beiden in der Wanne alles entwickelt. Na toll, da will ich mir gar nicht erst vorstellen, wie die anderen zwei Wünsche dieser Frau aussehen. Nein, 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 ich lieber auch nicht. Am besten wir warten bis morgen, dann werden wir es ja von ihr erfahren. Bleiben Sie noch hier? Ja, bis morgen, Vicky. Wiedersehen. Na schön, gut, ich gehe jetzt. Ich habe nämlich noch eine Verabredung und die kann heiß werden. Oi, morgen erzähle ich es Ihnen, wenn Sie wollen. Ciao. Aber ja, ciao. Hallo? Was ist los? Hallo, wie geht's dir? Hallo? Hey, sprich lauter, ich verstehe kein Wort. Ich will wissen, was du gerade machst, Süßer. Ach, nichts, nichts. Ich fahre zum Sender rüber, weil ich es hier keine Minute länger aushalte. Carmen, bleib da und warte auf uns. Wir kommen gleich vorbei und holen dich ab. Wir sind schon unterwegs. Aber wieso wir? Susanna? Hey, hallo! Sagen Sie... Senorita, Sie sind noch da? Na, wie finden Sie unseren Service? Tolle Mannschaft, nicht wahr? Wollen Sie einen Rotwein? Los, ein Glas Rotwein! Nein, danke. Was anderes? Gar nichts, danke. Ich warte nur auf jemanden, Edgar. Ich werde draußen warten. Hoffentlich kommen Sie schnell. Trotzdem, Werteste, ist es meine Pflicht als Hoteldirektor, Ihnen ein Taxi oder irgendeinen anderen Wagen zu besorgen. Nein, Edgar, es ist alles in Ordnung, wie es ist. Philippe, was ist? Nun mach schon. Der Junge ist ein Trottel. Ruf endlich ein Taxi für die Dame. Senorita, wo wollen Sie denn hin? Danke, ist schon gut. Nicht nötig, Philippe, danke. Sicher? Aber ja, natürlich. Ich gehe raus und warte dort. Im Ernst? Auf Wiedersehen. Ja. Los, los, gib einen Schirm her. Soll sie etwa nass werden? Sie ist doch eine Dame der Gesellschaft. Wir werden sie begleiten. Wir wollen doch nicht, dass ihre Frisur Schaden nimmt. Eine Schönheit wie sie muss man beschützen. Bitte, was sind denn das für Typen? Oh Mann, sehen Sie sich nur diese Dinge an. Glauben Sie, das Preisgeld wird für so ein Geschoss reichen? Sowas ist mein Traum. Wie viel Carajo macht eigentlich die heiße Kiste? Carmen, das ist eine Überraschung, was? Das gibt's nicht. Ein Superbike, nicht? Hi. Sagt mal, wie findet ihr eigentlich diese Raffaella? Ich meine, was ist denn das für ein Wunsch, den ganzen Tag mit einem Mann in der Wanne zu hocken? Da wird mir schlecht. Das ist doch ein Opfer. Nein, nein, Moment, Moment. Eigentlich wollte sie nur mit mir zu Abend essen. Ich kann doch nicht mit einer Unbekannten in die Wanne steigen. Das geht nicht. Ach nein, du musst das sportlich sehen. Was ist schon dabei, mit jemandem in die Wanne zu steigen? Mach dich nicht so. Was soll schon sein, wenn alle Wünsche in diese Richtung gehen? Mhm. Ich find's jedenfalls ätzend, den ganzen Tag Böden zu wischen. Ich auch. Und ich sag euch jetzt mal was. Ich bin schon oft mit Freunden im Whirly gewesen und da waren wir auch alle nackt. Im Ernst? Und da ist nichts, wow, nicht das Geringste passiert. Warum sollte muss es ja auch? Auch nicht. Nein, wisst ihr, was wirklich wichtig ist? Die Energie muss fließen. Öffne dich und lass es fließen. Dann wird das echt toll. Gut, ja, genau. Aber für mich ist die Sache nicht so einfach wie für dich. Hör mal, von dir hängt es ab, ob jeder von uns 10 Minuten mit seiner Familie hat. Es liegt in deiner Hand. Das stimmt, ja. Stell dich nicht so an und lass dich von ihr lieben. Was macht das schon? Ist doch egal. Es tut dir nicht weh. Nimm's locker. Mhm. Sag ja, du weißt genau, wenn wir nicht machen, was die Tante sagt, dann können wir gleich unseren Preis in den Wind schreiben. Also, ich bin der Meinung, du solltest nicht so egoistisch sein, mein Lieber. Weißt du, man sollte irgendwann auch für andere ein klitzekleines Opfer bringen. In diesem Fall wäre das sehr wichtig. Übrigens sind wir nicht auch für dich sowas wie eine große Familie. Ja, das finde ich auch. Überleg's. Du hast auch nein, 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 ich werde nicht in eine Wanne steigen. Niemals. Nein, das finde ich verrückt. Nein. Was soll ich denn nur tun? Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir reden gleich mit Edgar. Er ist Hoteldirektor der Woche. Also muss er entscheiden, was werden soll. Ja, guter Vorschlag. Wenn es sein muss. Einverstanden.
Also Carmen, das sind Boris und Juan Carlos. Sie sind echt cool und die reizen Adrenalinschleudern. Oh. Hallo, schöne Frau. Ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach dir. Es wird endlich Zeit für uns, nicht wahr? Freut mich sehr. Ich bin Carmen Morena. Boris. Und du? Juan Carlos Easy Rider, aber wenn du willst, nenn mich Easy. Oh. Entschuldigt uns mal bitte für einen Moment. Nuri, die sieht gerade scharf aus, die geht bestimmt ab wie eine Rakete. Was ist mit dir los? Ist bei dir eine Schraube locker? Was hast du mit diesen Kerlen vor? Guck dir die doch an. Die sind total von der Rolle. Ich wusste, dass du sie hinreißend findest. Die sind ein echter Hit, oder? Komm, mach dein Haar auf und dann starten wir zu einer verrückten Biker-Tour. Ja! Okay, Jungs, es geht los. Mach ich die Kisten schnappklar. Ich wüsste nicht, was ich lieber hätte. Ums Verrecken werde ich mich nicht auf so ein Ding setzen. Nein, auf gar keinen Fall. Das tue ich nicht. Na, komm schon. Nein, 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 bleiben Sie ruhig hier. Wir werden Sie verwöhnen nach Strich und Faden. So was haben Sie doch nicht kennengelernt. Oh, yeah. Weißt du, ich muss mit dir reden. Nein, Mann, was suchst du denn hier? Ich denke, du sitzt da drin und erfüllst Signora Raffaelas Wünsche. Das Image unseres Hotels steht auf dem Spiel. Du verschwendest nur deine Edgar, Zeit. Ich verlange, dass der Wunsch der Signora ist ein wenig kompliziert, weißt du? Was heißt denn kompliziert? Du bist nicht hier, um den Gästen auf die Nerven zu gehen, Kumpel, verstanden? Was ist denn passiert? Komm, wir fahren jetzt los. Wir sind spät dran. Ja. Ciao. Ja. Edgar, können Sie das nehmen? Ich lasse es morgen abholen, ja? Ich wünsche euch viel Freude in eurem Fantasiehotel beim Wünsche erfüllen. Schönen Abend noch. Ciao. Bis morgen. Wollen wir? Setz den lieber auf, bevor wir abrauschen. Oh. Hey! Nimmst du mich denn auch mal mit, wenn ich hier raus bin, ja? Worauf ist die Dame denn aus? Will sie das Hotel vielleicht in einen Edelpuff verwandeln? So geht's ja nun auch nicht. Das ist doch absurd. Als ich hierher kam, war das noch das Hotel Real. Und nun wird es ein Bordell Real. Ja, könnte sein. Das wird wohl ihr nächster Wunsch an uns sein. Eine Schlammschlacht zwischen Edgar und Mariaka. Ui, na klar doch. Auch sehr interessant. Könnt ihr euch Mariaka und mich in dieser Situation vorstellen? Wir beide und voller Schlamm? Hört mal, Freunde. Das Telefon klingelt ununterbrochen. Hier ist Signora Raffaela. Hier ist Raffaela. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Also. Ja. Rodrigo? Hm? Du musst gehen, Kumpel. Nein, nein. Warum? Ja, nicht? Wie ihr wollt, dann werde ich es eben tun. Ich sehe da keine Hindernisse. Nein, jetzt hör auf damit. Jetzt mal im Ernst. Moment mal. Raffaelas Wunsch war, dass du für sie kochst. Es ihr persönlich bringst und mit ihr zu Abend isst, oder? Ja. Und jetzt verlangt sie, dass du zu ihr in die Badewanne steigst. Das wäre also ihr zweiter Wunsch. Und wenn wir den erfüllen, ist alles in Butter, ja, oder? Ja, das wäre perfekt. Wir sterben alle vor Sehnsucht, unsere Lieben wiederzusehen. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, bitte, Rodrigo. Was ist bitte, nun? Sag ich doch. Bitte, Rodrigo, das ist ihr zweiter Wunsch. Bitte, bitte. Ich danke dir im Namen aller für deine Opferbereitschaft und so weiter. Aber denk daran, eines ist ganz wichtig. Wenn die Frau das nicht als zweiten Wunsch akzeptiert, dann springst du sofort aus der Wanne oder du gehst gar nicht erst rein. Haben wir uns verstanden? Ja. Ich flehe dich an, Mann. Halte durch. Wir werden 10 Minuten mit unseren Familien verbringen dürfen. Vielleicht darf ich sogar meinen Vater im Knast besuchen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Hör mal, ganz unter uns. Ja. Willst du sie nicht doch vernaschen? Ich meine, so was Scharfes. Dicker. Mann. Na, warum denn nicht? Mit einer splitterfasernackten Tante in der Wanne, da will man doch nicht nur Entchen spielen. Ich werde nicht mit dir schlafen. Das wäre klasse, wenn die Zeitungen morgen schreiben würden, Rodrigo Leal ist nicht mehr schwul, seitdem Raffaela de Valle ihn im Griff hatte. Es reicht. Mein Freund, wünsch mir Glück. Okay, Kumpel, Gott segne dich. Ich bin da. Ruf mich einfach, wenn's nötig ist. Gut. Geh rein! Wird er wirklich zu Raffaela in die Wanne steigen? Na und wenn schon, ist doch okay. Wenn einer schwul ist, dann passiert da gar nichts. Er spürt null, da kann sie so toll sein, wie sie will. Er wird eine Schwester in ihr sehen. Denkst du, ja? Claro, aber ich finde, Cesar hat recht. Sie sollte es als zweiten Wunsch anerkennen. Das muss sie. Na endlich, das Wasser wird ja schon langsam kalt. Oh. Hast du dich aus dem Spiel zurückgezogen? Nein, nein, ich bin ja hier. Komm, dann mache ich dir Platz. Okay. Aber das ist dann Ihr zweiter Wunsch gewesen. Ja? Der erste Wunsch war das Essen. Und der zweite ist also die Badewanne. Ich meine, sind Sie sicher, dass Sie den zweiten Wunsch dafür einsetzen wollen? Ich an Ihrer Stelle würde ihn nicht verschwenden, um etwas beweisen zu wollen, das völlig abwegig ist.
völlig abwegig. Na, das werden wir ja sehen. Produktion? Mein zweiter offizieller Wunsch. Ich will, dass Rodrigo Leal jetzt mit mir in diese Wanne steigt und dann gemeinsam mit mir isst. Aber unter den gleichen Bedingungen wie ich, nämlich nackt. Das wäre nur gerecht. Habe ich's dir nicht gesagt? Ach, das ist unglaublich. Diese Frau ist ein Scheusal. Bleib dran. Ich muss nur ganz schnell jemanden anrufen. Bin gleich zurück. Im Moment bin ich leider nicht erreichbar, aber ich werde Sie gern zurückrufen. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piep eine Nachricht. Danke. Carmen, bitte melden Sie sich schnell. Hier ist echt die Hölle los. Sie wissen schon, was ich damit meine. Ciao. Durchgeknallt? Was wird das hier? Was regst du dich auf? Die Typen sind doch stark und doch dazu Singles. Wahnsinnskerle, richtige Männer, 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 Männer. Merk dir das Wort, ein richtiger Mann ist heutzutage Gold wert. Pass auf, dreh nicht durch, alles wird gut. Diese Typen sind wirklich toll. Was willst du mit denen? Werden wir was erleben? Oder soll ich dir vielleicht den Prinzen von Monaco vorstellen? Gefällt dir der? Kein Quatsch, Susanne. Weißt du, was ich jetzt dringend nötig hätte? Irgendetwas Warmes für meinen Kopf, der fühlt sich nach dieser idiotischen Fahrt wie erfroren an. Setz deinen Helm auf. Hör auf mit dem Blödsinn, ist doch wahr. Ich meine, warum? Susanna, ich stinke nach Benzin. Susanna, ich stinke nach Benzin. Soll ich dir mal sagen, was dein Problem ist, Schätzchen? Du denkst daran, was Rodrigo mit Raffaella jetzt gerade tun wird. Seit du die gesehen hast, drehst du durch. Du bist launisch, du bist zynisch und total zickig. Entschuldige, ich habe zwei Anrufe. Das wird super heute. Wir werden morgens einen drauf machen. Heute wird nichts ausgelassen, das schwöre ich euch. Du bist so süß. Worauf warten wir denn noch? Was denkt ihr denn? Ob sich unser Koch überwunden hat? Oh. Ah, Produktion, eine Frage. Könnt ihr uns nicht eine klitzekleine Info zustecken? Mhm. Ich meine, sitzt ihr nun schon splitterfasernackt in der Wanne? Hey, Eloisa. Ach, was ist denn schon dabei? Sagen Sie es uns, sagen Sie schon. Ist das schön. Tut gut, oder? Stimmt. Ich meine, jetzt dürfte Ihr zweiter Wunsch erfüllt sein. Aber ich könnte jederzeit den dritten Wunsch äußern. Eine Frage, Chef. Wollen Sie wirklich nicht mehr nach Hause zurück? Ihre Frau ist ziemlich traurig. Ach ja, traurig ist sie. Ich sollte derjenige sein, der traurig ist. Bei diesem gemeinen Hinterhalt, den sie mir mit Annabelle gelegt hat. Bodylotion! Lotion, geben Sie ihr noch eine Chance. Eine Chance? Wenn einer eine Chance verdient, dann ich. Von heute an bin ich cool. Super cool, wie ihr jungen Leute zu sagen pflegt. Ab diesem Augenblick bin ich durch und durch ein neuer Mann. Ah, guck mal, na, was sagst du? Ich sehe doch 20 Jahre jünger aus. Zeig mal her. Das ist es, ja, das ist Schicker es. Schicker Pulli. Ah, ah? Wie sehe ich aus? Na wie? Sieht klasse aus. Ah, ja, jetzt super. Packt der Heidi an die Schultern. Wir sind die Leute, von denen uns unsere Eltern... Nein, ich will nicht geschüttelt werden. Die Fahrt auf dem Motorrad hat mich schon genug durchgeschüttelt. Vielen Dank. Okay, Ruhe, Leute, Ruhe. Macht die Klappe zu, Ruhe. Carmen, Süße, auf das Vergnügen, dich hier bei mir zu haben. Und darauf, dass mir das Schicksal verraten hat, dass sie ein Paar werden. Ein Paar! Oh! Hey! Salut! Ah, ah.
Na, aber jetzt bin ich dran. Was willst du wissen? Warum hat man ausgerechnet sie ausgesucht? Der Sender hätte doch sonst wen bekommen können. Wieso sie? Hm? Das willst du wissen? Weil ich immer erreichen werde, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen. Ui. Du Süße. Jetzt packt der Heini der Heidi an die Schultern. Chef? Hey, Chef! No, sehen Sie gut aus. So herrlich, frisch und sportlich. Das steht Ihnen ausgezeichnet, glauben Sie mir. Sie sehen gleich 20 Jahre jünger aus. Hörst du das, René? Hat sie das nicht nett gesagt, unser Schätzchen? Tja, das wird an meinem Charme liegen. Riech mal, riech mal, riech mal. Irre, Chef, jugendlich, frisch, faszinierend und wahnsinnig sexy. Jetzt packt der Heini an die Schultern. Wollen wir verschwinden und einen drauf machen? Klar, aber vorher gucken wir uns noch kurz an, wie es bei Raffaella so läuft. Gut. Alles klar? Wollen wir losziehen? Gehen wir. Ja. Jetzt packt der Heini an die Schultern. Wir machen durch bis morgen früh und bringen Bumswalle. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Echt der Hammer. Das ist Wahnsinn. Gleich passiert was. Gleich passiert was. Und Mund auf. Aha. Eine Frage. Stell dir vor, du hättest tollen Sex mit einer Frau. Würdest du dann sagen, dass du deinem Partner untreu geworden wärst? Du hast doch einen Partner, oder? Ich habe es Claudia gesagt. Entweder er Hallo, oder ich. Guten Nein. Abend. Ich wollte gerne kein mit. Kein Wunder, dass immer besetzt ist, wenn wir mal abends im Sender anrufen. Offensichtlich hängen Sie ja dauernd am Telefon. Mit dem reden Sie. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn? Wer ich sein soll? Ja, Senior. Ich bin dieser hier und seit einer Woche arbeite ich im Sender. Aber da Sie ja dauernd am Telefon hängen, können Sie mich ja nicht bemerkt haben. Ich schicke Ihnen ein Memo. Nein, Senor, tut mir leid. Sie sehen mit Bart anders aus. Ja, das ist wahr. Die Dame gehört zu mir. Wo ist Annibal? Ja, sicher. Ach, Annibal, dort den Gang lang, genau. Und dann gleich die nächste Tür, da sitzen Sie alle. Darauf antworte ich nicht nein. Ich sage nicht, ob ich einen Freund habe. Wieso denn nicht? Einfach nur so. Aber komm schon, sag doch. Das Schwierigste hast du schon hinter dir, in die Wanne zu steigen. Die Frage zu beantworten ist viel leichter. Weil Sie mich zum Essen gebeten haben. Nicht, um über Privates zu reden. Ach, okay. Rodrigo, wir plaudern hier drin doch so gemütlich. Nein, da wär's nein, nett, wenn... Nein. Ach nein, ich sehe ja schon total schrumpelig aus. Nein, ich habe Ihre Wünsche erfüllt. Wir haben ein Bad genommen, wir haben gegessen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich muss die Küche aufräumen. Nein. Endlich ist einer so stolz und lässt die Hexe auflaufen. Du bleibst hier, du gehst nicht. Und ich? Tu alles, was ich kann, den Zuschauern zu beweisen, dass du nicht schwul sein kannst. Jeder kann das sehen. Habe ich etwa diesen Geniestreich gemacht und Raffaella drei Wünsche zugestanden, damit sie die mit diesem Schwulen vertut? Chef, sie haben sie ins Hotel geschickt, damit sie für Aufruhr sorgt. Sex! Sex, meine Liebe! Weißt du, mit wem sie Sex haben kann? Mit einem richtigen Mann, jemandem, der geeignet ist. Um Himmels Willen, nicht mit einem Schwulen! Was denkt sie sich denn, dass sie ihn ändern kann? Der ist schwul, das sieht doch jeder sieht das. Nein, ich begreife sowas nicht! Wenn sie nicht wollen, dass es zwischen ihnen zum Sex kommt, wieso haben sie dann zugelassen, dass er zu der Tussi in die Wanne steigt? Lucia, wo kommen Sie denn her? Ach, sind Sie etwa deswegen hier aufgekreuzt? Ja, wissen Sie... Aber Lucia, um Gottes Willen, das ist doch für Rodrigo wie Duschen mit seiner Schwester oder mit seiner Oma. Begreifen Sie doch, er ist eindeutig schwul. Das ist nur ein weiterer Trick von Ihnen. Sie sind ein Intrigant. Sie machen meine Familie komplett lächerlich. Wenn er wirklich nicht in der Lage ist, diese Schlampe zufriedenzustellen, dann ist sein Ruf endgültig ruiniert. Na und? Immerhin bin ich es, die überall in der Klatschpresse erklären muss, meine Herrschaften, ich versichere Ihnen, Rodrigo ist zwar tuckiger als Charlies Tante, dennoch will ich ihn heiraten, denn ich liebe ihn wie verrückt. Denken Sie, das ist toll? Das ist toll. Wir zeigen eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Sie ist voller Hindernisse. Ja, fast so wie in den Soaps. Die Leute werden hingerissen sein und sagen, dass Lucia für sie eine Göttin ist. Nein. Ich lasse mich von Ihnen nicht einwickeln. Ich bin hier, weil Sie mir was versprochen haben. Okay, sie aber haben das müssen wir ja nicht hier gesagt, dass Rodrigo... Ja, kommen Sie. Das wird sich alles regeln. Keine Sorge. Na, und jetzt muss ich mich entschuldigen. Nein.
Ich dachte, dass du hier bleiben würdest, um meinen dritten Wunsch zu erfüllen. Nein, ich verkaufe meine Würde nicht für 10 Minuten allein sein mit irgendwem. Okay. Ich werde meinen Wunsch nicht ändern. Ich erwarte von dir, dass du die ganze Nacht bei mir bleibst. Sonst verlieren deine Kameraden mit dir. Dann haben wir alle Pech, nicht zu ändern. Okay, ich lasse dich in Ruhe. Aber nur bis morgen. Du kannst eine ganze Nacht drüber schlafen. Ich habe diese Geschichte mit Raffaella doch letzten Endes nur arrangiert, damit Sie 10 Minuten allein mit Rodrigo verbringen können. Haben Sie sowas jemals in einer Reality-Show gesehen? Ich tue das für Sie und Sie kommen mir so. Ach, was soll das? Das habe ich ihr ja auch gesagt, genau das. Aber sie ist ja so blöd, dass sie mir die Sache mit den 10 Minuten einfach nicht glauben wollte. Nein, blöd ist ein anderer, ja? Kapierst du das nicht? Wenn Rodrigo auf das Spiel mit dieser alten Hexe nicht eingeht, dann werden die anderen Kandidaten ihn gleich rausschmeißen, weil sie ihre 10 Minuten allein mit der Familie nicht bekommen. Geht das nicht in deinen Schädel? Ja, Anibal, da stecken wir ja ganz ernsthaft in der Krise. Ja, genau. Es geht also nicht nur um den Preis von 10 Minuten, sondern auch um die 300 Millionen Pesos. Und mittendrin steht ein Schwuler, der ausgenutzt werden soll. Aber ich bitte Sie, wie oft soll ich es noch sagen? Seien Sie locker. Vertrauen Sie mir. Ich lasse es doch niemals zu, dass der Schwule dort aus ist. Locker? Sie sind ja nicht mit dem Schwulen verlobt. Sie können das leicht sagen. Ja, natürlich, Lucia. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber ich habe eine Idee, die lässt Sie das alles unter Garantie vergessen. Gehen wir einfach aus, tanzen und ein bisschen was trinken. Wer, Sie und ich? Ja, hätten Sie eine bessere Wahl als den Erfolgsproduzenten vom Hotel Real, der übrigens auch eine Trennung, nämlich die von seiner Frau, zu feiern hat. Oh, Sie, Chef? Hier bin ich. Ah, Vicky, hier, Rodolfo Villamil ist dein Partner. Und das ist Vicky. Jetzt läuft der Partylöwe zur Hochform auf. Totenwechsel, Sie irre? Hey, komm schon. Nein, wieso sollte ich denn? Mein Charme dich erschlägt. Chef, ich... Auf die, die mich lieben. Auf die, die mich nicht lieben, auch. Typen sind und auf die, die mich doch lieben werden, auch noch. Ja. Weißt du was? Ich verpasse deine Show niemals. Ach ja, das ist aber reizend von dir. Und was gefällt dir am besten? Ich amüsiere mich über diesen Schwulen, diesen Rodrigo Leal. Mann, gleich als ich ihn das erste Mal gesehen habe, Juan Carlos kann das bezeugen. Ich zeuge, ja. Dieser Typ ist ganz ohne jeden Zweifel schwul. Der ist so sehr Tucker, als wenn er es erfunden hätte. Stimmt das, was die Leute sagen? Dass Cesar und Rodrigo zusammen sind und dass sie es nur nicht zeigen aus Rücksicht aufs Publikum hier. Nun, sieh sie dir an, meine Lieblingsjournalistin, die pure Diskretion. Komm, verrat. Ach ja, erzähl es uns. Wir werden es auch keine weiter sagen. Okay. Am besten heben wir uns das für später auf. Wir sind doch bestimmt nicht hier, um über den Job zu reden. Okay. Unter einer Bedingung allerdings. Wir dürfen die Bände eines Tages ansehen. Stell dir vor, wie es ist, wenn Mariaka in die Wanne steigt. Ja, toll, na klar. Und wenn ihr die andere Kleine den Rücken schrubbt, es geht nämlich das Gerücht um, dass die beiden auch was miteinander haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Süße, seht mal, jetzt ist sie wohl eifersüchtig geworden. Keine Sorge, Schatz, ich habe zwar Augen für alle, aber mein Herz gehört nur dir. Warum lässt du denn den Kopf hängen, Junge? Du hast doch den Wunsch der Dame voll erfüllt. Ja, genau. Weil sie mir ihren dritten Wunsch gesagt hat. Sagt meinem Papst, er soll sich bereithalten, weil ich ihn 10 Minuten im Knast besuche. Hey, freut euch nicht zu früh, weil ich ihren dritten Wunsch nämlich nicht erfüllen werde. Was, warum ja, nicht? Uns jetzt hängen? Was will sie jetzt von dir? Sie will mit mir schlafen. Oh, aber warum willst du ihr nicht den Gefallen tun, Mann? Wieso nicht? Ich bin schwul, schon vergessen. Oh, warum zickst du denn schon wieder? Viele meiner Freunde machen das. Sei einfach ganz locker und lass dich fallen. So eine alte Hexe. Sei stark, Rodrigo. Gib nicht nach, hörst du? Selbst wenn ich auf Frauen stehen würde, würde ich das nicht tun. Ach komm, reg dich nicht auf. Was soll das denn, Kumpel? Für mich wäre das so, als würde ich mich verkaufen. Daran habe ich kein Interesse. Wetten, wenn diese Frau ein Mann wäre, würdest du als Erster bei ihr anklopfen. Du warmer Bruder. Cesar, jetzt hör doch endlich auf. Rodrigo, wenn du das doch machen würdest, merkst du vielleicht, dass du Frauen doch magst, wäre eine Möglichkeit. Nein. Daran liegt es nicht. Ich habe auch keine Angst. Ich weiß genau, was ich mag. Denk dir vielleicht auch mal kurz an Raffaella, Freunde. Wenn du schon Nein zu ihr gesagt hast, brauchen wir uns überhaupt nicht aufzuregen. Wir haben sowieso verloren. Stopp. Davon hat sie noch nichts gesagt. Sie gibt mir bis morgen Zeit.
Oh, lieber Gott, danke. Wir haben also noch Zeit. Danke, danke, danke. Das ist ja wunderbar. Kopf hoch, Leute. Überlegen wir, wie wir das Blatt noch wenden können. Das dürfte uns schwerfallen. Hey, Produktion. Ich verstehe nicht, wieso soll ich mein Intimleben dem Wohl der Gruppe opfern? Ist das wirklich nötig? Oh. Carmen, warte, bitte warte. Und hör endlich auf zu schmollen. Seit wir hier sind, machst du ständig ein langes Gesicht. Das ist doch doof. Hör zu. Hast du dich mal angesehen? Du siehst lächerlich aus. Warum das Theater? Ich finde mich sehr ansprechend. Das ist hip. Na klasse, hip. Du verlangst also von mir, dass ich die grauenhaften Witze deiner Freunde super finde? Im Ernst. Wenn diese zwei nur Machos, Schwulenhasser und Säufer wären, bitteschön. Das würde mir reichen. Aber dass sie sich auch noch für witzig halten, Susanna, ich frage mich wirklich, bist du noch ganz dicht? Oh nein, nein. Nein, Schluss, Schluss, nein. Du wirkst ja vollkommen verbittert. Hm? Ach so? Was bildest du dir ein? Selbst wenn ich mit Brad Pitt angekommen wäre, würdest du genauso reagieren. Und soll ich dir sagen, wieso? Soll ich dir das mal sagen? Weil du bloß auf einen fixiert bist. Sonst existiert für dich niemand mehr. Und dieser Einzige, den es für dich gibt, Carmen, ist Rodrigo Leal. Niemand sonst. So ein Unsinn. Das hat nicht das Geringste mit Rodrigo zu tun. Hörst du den Jungs nicht zu? Denen zufolge sind alle Männer auf diesem Planeten entweder schwul oder Idioten. Dass sie die größten Idioten sind, kriegen sie gar nicht mit. Ich bitte dich. Nein, nein. Tut mir leid. Tut mir echt leid, mein Schatz. Aber du musst aufgeschlossener sein, lockerer werden. Die sind wesentlich besser drauf, als du denkst. Aber du bist schuld. Du hast Stress und der Stress ist dein Feind. Ich wette, du hast die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, was die beiden in der Badewanne angestellt haben. Das interessiert mich, der Quatsch. Was ist mit dir? Was ist in dich gefahren? Was soll das Ganze? Ich kapier's nicht. Dieser Boris hat mir sogar mein Handy weggenommen. Gib mal deins her. Spinnst du? Genau, das werde ich nicht tun. Ach ja? Okay, dann kann ich gleich gehen. Ich schnapp mir ein Taxi und fahre zu mir nach Hause. Kommt nicht in Frage. Ich geb's dir, aber versprich mir etwas. Was? Gib Boris noch eine Chance. Was denn für eine Chance? Er ist ein toller Typ. Ich schwör's dir, Carmen. Ich schwör's, ich schwör's. Hallo, Susanna, wie geht's Ihnen? Schön, Sie zu hören, Los. Hier ist nicht Susanna. Die Susanna, die wir kennen, ist zurzeit nicht erreichbar. Können Sie mir nicht vielleicht schon irgendwas zu Rodrigo sagen? Bitte, Los. Haben Sie Zeit? Hier passiert sehr, sehr viel. Na, endlich bist du aufgewacht. Übernimm ein paar Minuten, ja? Kontrollier mal schnell die Limonade, das Knabberzeug, alles prima, perfekt. Weißt du was? Guck mal, dieser alte Glatzkopf da hinten, der bezahlt alles. Setz es einfach mit auf seine Rechnung, verstehst du? Einfach alles drauf, okay? Meine wiedergewonnene Freiheit. Oh, wie gefährlich. Und wo wollen Sie schlafen? Na, wo schon? Bei Ihnen, dachte ich, mein Schätzchen. Sie gehen aber ran. Der ist vielleicht komisch. Hey, Hannibal, ein kleiner Tipp. Wenn Sie bei meiner Schwester landen wollen, dann machen Sie sie betrunken. Wenn sie nüchtern ist, läuft gar nichts. Ja, nur betrunken geht alles. Hallo, 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 hallo. Stoßen wir doch auf unsere wunderschöne Begegnung an. Oh nein, oh nein. Nur zu, nur zu, nur zu. Das wird total aufregend. Trinken Sie runter damit. Ja, weiter, weiter, weiter. Hiermit ist eins ja wohl sonnenklar. Die Frau will nur was von Rodrigo. Und nur von ihm. Aber du hast ihr gesagt, dass jeder von uns gerne seinen Platz einnehmen würde? Ja, aber das hat's gar nicht gebracht. Sie steht nur auf Schwule, wie den da. Dann eben nicht. Er hat also Nein gesagt? Zieh eine an. Und er hat sogar Grenzen gesetzt. Er hat gesagt, dass seine Würde nicht zum Verkauf steht. Ich meine, eine Sorge bleibt natürlich. Die anderen Teilnehmer werden ihn bestimmt unter Druck setzen. Nein. Er wird sich garantiert nicht dazu überreden lassen. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Aber die Begründung, mit der ausgerechnet Raffaella ins Hotel Real geholt wurde, ist wirklich eigenartig. Ich bin sicher, sie wird das irgendwie ausnutzen. Ich weiß auch nicht, aber ich rieche, dass da was nicht stimmt. Aber wie wollen wir rauskriegen, ob da was faul ist? Keine Sorge, das übernehme ich schon. Jetzt komme endlich. Ja, gleich.
Ich werde allen beweisen, warum ich früher mal als beste Journalistin des Landes betitelt wurde. Aber ich bitte Sie, darauf zu achten, was Raffaella in der Zwischenzeit alles anstellt. Passen Sie genau auf. Ich flehe Sie an. Versprechen Sie mir das. Wir müssen diese Frau entlarven, bevor sie das Hotel verlassen kann. Verstehen Sie? Ja, war gut. Passt auf, zwei Männer begegnen sich. Der eine hat einen jungen Kerl dabei. Pfui! Das ist mein Neffe. Soweit, so gut. Darauf meint der andere, ich kenne den jungen Herrn. Stellen Sie sich mal vor, letztes Jahr war er mein Neffe. Der Schwule-Meister-Neffe. Klasse. Jetzt aber Schluss mit den schwulen Witzen, Jungs. Bitte, Carmen wird gleich wieder hier sein. Lieber nicht. Ist deine Freundin etwa von der Fraktion Alle Rechte den Homos? Nein, absolut nicht. Aber ein Mann, den sie sehr geliebt hat, hatte als Schwuler sein Coming-out. Könnt ihr euch das vorstellen? Deswegen reagiert sie so. Also bitte. Gut, gut, das wussten wir nicht. Kein Wörtchen mehr, alles klar. Kumpel, hör auf zu trinken, du siehst schon den Schnaps doppelt. Hallo, was ist denn so lustig? Kann ich mitlachen? Sag schon. Komm, Süße, mit dir wird es richtig lustig werden. Komm, immer rein mit dem guten Saft. Nein, 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 danke. Das kann ich mir nicht leisten. Ich muss morgen arbeiten. Du solltest nicht zu viel arbeiten. Ich besorg dir gleich morgen eine Karte für unsere Parade am Sonntag. Du wirst das Highlight des Tages und wir beide werden uns super unterhalten. Ich danke dir, aber es ist so. Zurzeit arbeite ich auch sonntags. Ich habe leider keine Sekunde frei. Schade. Ach was, keine Sorge, Carmen. Ich werde dir eine Vertretung besorgen, das ist gar kein Problem. Genau. Du wirst es erleben, deine ganze Traurigkeit verfliegt auf dem Motorrad. Und noch was, du wirst auch diesen Mann vergessen. Diese verkappte Schwulette, meine ich. Na super, großartig, toll, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Bleib da, Carmen. Du kannst nicht einfach so gehen, ich bitte dich, Süße. Na toll. Von wegen, Carmen, Carmen. Das war doch alles mein Schmerz. Hab dich nicht so, bleib hier. Was ist denn los, Mäuschen? Hat dir gefallen, glaube ich, oder was meinst du? Hm? Nein, oh Mann, ich will das doch nicht. Ich sag nein. Nicht mal, um mein Leben zu retten? Wessen Leben denn? Narcissas Leben. Wenn ich nicht mit meiner Frau sprechen und die Dinge, die Raffaella mir von den beiden erzählt hat, klären kann, dann bringe ich den Dreckskerl um. Nein, musst du so gemeint sein? Moment, was hat Raffaella gesagt? Dass Diana was mit Cesar gehabt hat. Hey! Du bist ja ein kleiner Schlingel. So ist das also. Hört mal, ich sag euch auch was. Sie hat mir gesagt, Amalia hätte sofort Jackson geheiratet. Die Frau hat doch Ich bitte euch, hört auf, die endlich auf. Was soll der Quatsch? Da kommt eine Wildfremde und erfindet irgendwelche Geschichten. Die Frau spielt nicht mit offenen Karten. Ich bin kein Idiot. Ich habe Cesar gefragt und er hat mir bestätigt, dass da was gelaufen ist. Ramon, davon träumt er doch nur. Kapierst du denn nicht, dass die Produktion das alles mit uns veranstaltet, um uns zu verwirren? Wir dürfen das Spiel nicht mitspielen, auf keinen Fall. Um welches Spiel handelt es sich denn? Habt ihr über mich gesprochen? Wenn ihr etwas wissen wollt, nun, warum fragt ihr mich nicht direkt? Ich bin hier drin, weil ich ausnahmslos jede Frage von euch beantworten soll. Hey, Morena! Wie kannst du deiner besten Freundin das antun? Du darfst nicht einfach verschwinden und mich mit den beiden da drin allein lassen. Warum eigentlich nicht? Du stehst denen offensichtlich sehr nahe. Hast denen sogar erzählt, ich liebe einen Schwulen. Nein. Hör mich an. Ich schwöre dir, das ist nicht so gewesen. Es war anders. Sie erzählten dauernd Witze. Schwulenwitze. Jedenfalls habe ich erwähnt, dass du jemanden kennengelernt hattest, den du sehr mochtest und der sich dann als schwul erwiesen hat, was dich sehr traurig gemacht hat. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich verstehe dich nicht. Bist du eigentlich noch ganz dicht da oben drin? Wie konntest du auf die Idee kommen, mich diesen total bescheuerten Typen auszuliefern? Oh nein. Nein, komm her. Komm her und lauf nicht wieder weg. Es hat nicht gefunkt, das ist okay. Dann mach dich eben mit jemand anderem bekannt. Bitte soll das sein? Es muss ja kein Biker sein. Er kann ja auch Trecker fahren. Ja, der ist der Richtige. Kannst du es nicht lassen? Wenigstens hast du einmal gelacht. Ach, komm mit, Carmen. Ich meine, wir gehen da rein und trinken was mit ihnen und lachen. Übrigens, ein Taxi kriegst du hier draußen sowieso nicht. Das kannst du gleich knicken. Weißt du was? Ist hoffnungslos. Ich sterbe lieber hier draußen, als da wieder mit reinzugehen. Was soll das? Carmen, ich bitte dich, tu's doch. Ich mache auch alles, was du willst. Ich würde mich sogar vierteilen lassen, ja. Vierteilen? Das ist versprochen? Ja, versprochen. Okay. Na also. Gut. Ich gehe wieder da rein. In diese Hölle. Aber du musst mir noch was versprechen. Du musst mich morgen bei Annibal unterstützen, weil ich den Kandidaten nämlich vorführen will, wer diese Raffaella wirklich ist. Heiliges Ehrenwort, ja. Das hat aber gedauert. Also los. Lass mich allein auf dieser Welt. Ups. Sag mal, kannst du Motorrad fahren? Aua, der Typ ist doch schon total hinüber, Süße. Ach.
Noch ein? Das ist die beste Mischung, die ich kenne. Oh nein. Moment, Moment. Ich gehe mal kurz dorthin zu meinem Chef. Ich habe vergessen, ihm was Wichtiges zu sagen. Danke. Nicht in Frage. Die sind beschäftigt. Lass uns tanzen, spür die Macht der Musik. Ist dieser Rhythmus nicht wundervoll? Gieß mir ein, aber nur den teuren. Aber ja, was soll ich noch erzählen? Es war schrecklich. Ich hatte ihr alles gegeben. Luxus, Komfort, sogar die schönsten Jahre meines Lebens. Und wofür? Dafür, dass sie mich mit Wonne der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Oh nein. Sie ist ein Miststück. Wie kann sie dir sowas antun? Ich finde, einen so tollen Kerl wie dich darf man nur verwöhnen, nicht? Aber jetzt bin ich ein freier Mann und das ist gut. Ich bin doch noch jung genug, oder? Ich habe einen fantastischen Job und ein Gehalt, um das mich viele beneiden würden. Ich stelle mir vor, wie die Frauen scharren, weil sie hinter dir her sind. Die werden ganz wild darauf sein, mit dir auszugehen, weißt du? Mann, denk mal an die vielen Tänzerinnen und die vielen Schauspielerinnen, die dich alle vernaschen wollen. Diese Mistweiber werden dir keine Ruhe lassen. Mistweiber, ja, Mistweiber. Aber vor Macht kriechen sie. Ja, die Macht macht sich gewaltig an. Da kannst du was sehen. Übrigens, ich will diese Mistweiber nicht. Wieso? Ich mag Frauen wie dich. Ach, wie bin ich denn? So einfach und bescheiden, bescheiden. Ach ja, ich bin wirklich sehr bescheiden. Viel zu bescheiden. Auszeit, 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 Auszeit. Entschuldigung, Herrschaften. Tja, es tut mir leid, aber ich müsste mal kurz mit dir reden. Komm, muss das unbedingt jetzt sein, ich meine... Dringende Familienangelegenheit. Warte, warte, der muss noch rein. Hallo, hallo, hallo. Nicht das billige Zeug, davon wird er schlecht. Ich habe einen billigen getrunken. Hey, was machst du überhaupt hier, Rodolfo? Sei froh, dass ich hier bin, sonst würdest du mit Anibal knutschen. Na und? Seit wann, Kleiner, kümmerst du dich denn um mich? Hör mal, das geht dich einen feuchten Dreck an. Ich glaube doch. Es geht um unsere Zukunft, Mensch. Zuerst knutschst du rum mit Anibal, dabei bleibt es natürlich nicht. Und ehe du dich versiehst, landest du schon in einem Motel. Das wäre doch super, oder? Magst du denn so etwas nicht? Ich brauche einen Mann, mir tut das einfach gut. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dass jede Frau ein Recht darauf hat. Na schön, das ist deine Sache. Aber wenn du in der Frühe neben Anibal aufwachst, dann wird er sich mit Sicherheit weder an deinen Vor- noch deinen Familiennamen erinnern. An nichts. Ich weiß, wie Männer bei sowas ticken. Immerhin bin ich ja selber einer. Was mache ich denn dann am besten? Ich kann ihn ja jetzt nicht hier sitzen lassen und einfach gehen. Außerdem bin ich schon nach einem Drink wackelig auf den Beinen und ich habe ganz schön geladen. Schon klar, kennt man ja von dir. Kein Maß. Wenn Anibal was von ihr will, soll er was dafür tun, Lucia. Einiges springen lassen, bei uns einsteigen, Investitionen in den Laden tätigen. Komm, wach auf, so eine Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Von einem Fernsehproduzenten angebaggert zu werden, erlebst du nicht täglich, nehme ich an. Na los, worauf wartest du? Geh aufs Ganze. Tu es für die Familie. Vicky, ich verlasse mich auf dich. Du musst mir helfen, klar? Ich brauche von dir Rückendeckung. Niemand darf erfahren, dass ich mit der Verlobten eines Kandidaten mal eben auf der Piste war. Niemals! Na, Sie kennen mich doch, Chef. Nur keine Sorge, ich sage nichts. Eine Nacht lang auszugehen ist keine schlimme Sünde. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es bei dieser einen Nacht bleiben wird. Sieh sie dir an. Du musst doch selbst sagen, dass es eine tolle Frau ist. So eine steht mir noch zu, oder? So ein richtig aufregendes Raseweib. Also, Vicky, dann sind wir uns jetzt einig. Du schweigst wie ein Grab. Du sagst kein Wort, keiner erfährt etwas davon. Absolut niemand. Gern, Chef. Ach, du bist ja wirklich so ein Schätzchen. Und wie ich dich liebe, wie ich dich liebe. Warum wollt ihr mir denn nicht glauben? Ihr könnt sie ja persönlich fragen. Dann fragst du ihm Diana und du fragst ihm Amalia. Vorausgesetzt, dass ihr den 10-Minuten-Preis gewinnt. Sagt sich so leicht. Rodrigo, ich hätte nie gedacht, dass ich dich um so einen Gefallen bitten müsste. Aber denk daran, dass dabei meine Ehe auf dem Spiel steht. Denk an Diana. Ich will mit dir reden, verstehst du? Es muss sein. Wozu brauchst du die 10 Minuten mit ihr? Du kannst es doch genauso gut von mir erfahren. Zwischen uns hat es lichterloh gebrannt. Cesar, das Schwein! Scheu, aber dann hat sie sich richtig gehen lassen. Nicht so. Was ist denn los? Du Schwein! Ruhig euch. So bringt das doch nichts. Rodrigo, ob hier Ruhe und Frieden einziehen, liegt ganz bei Ihnen. Da Sie hier Fragen beantworten, beantworten Sie mir auch eine? Fragen Sie nur, ich antworte auf alles. Okay, was trieb Sie denn hierher? Ich meine, wir haben doch eine Berühmtheit erwartet, nicht? Irgendein Star, vielleicht eine tolle Schauspielerin. Aber leider kennt sie hier keine. Oder kennt sie einer von euch? Kein Stück. Rodrigo, nun bist du aber sehr unhöflich.
Wie kannst du mit ihr nur derartig reden? Nicht einmal in der hinterletzten Absteige wird ein Gast so verhört. Sie ist hergekommen, weil sie sich anscheinend für uns interessiert. Eine Dame durch und durch und sicher sind ihre Absichten... Das bezweifle ich. Sie ist gerade erst hier gelandet und schon streiten wir uns. Warum sind Sie hier? Mal sehen. Warum bin ich hier? Ja. Um mich mal so richtig zu entspannen? Und um ein bisschen Spaß mit euch allen zu haben? Richtig Spaß haben, das würde euch auch mal ganz gut tun. Lasst doch einfach mal die Sau raus. Ja, natürlich, in Ordnung. Ihr seht so schrecklich gestresst aus. Okay, wir werden uns entspannen, wenn wir wissen, wieso Sie hier sind. Was war vorher? Lassen Sie uns Raffaella näher kennenlernen. Morena mía, voy a contarte esta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer.